Heute bald die dritte Folge vom Pro Wrestling Österreich Match Rückblick. Heute schauen wir sich das Match von Dragan, Daniel Okid und Chris Colen von der EWA 2012 an. Danke mal fürs Dabeisein, ihr beide. Wir fangen mal bei dir an. Daniel, wie geht's dir? Wie verbringst du deinen Lockdown? Hello. This is Dragan Okic, you know. I know I haven't talked a long time anymore, you know, because I was under the ground basically. Most of you people have forgotten me already. Those who haven't, thank you. And I actually have a pretty big surprise for you guys, you know. Extra for this, you know, I learned the German language. Deswegen rede ich jetzt in Deutsch weiter. Ja. Aber der Deutsch ist aber sehr mit Dialekt, Alter. Also, ja, Du hast gut gelernt. das habe ich mir auch gehört in Österreich, was der? Ja, so schnell geht's, gell? Wie lange war ich jetzt halt mal beim Wrestling? 5 Jahre? 6. Jahr schon, ja, sicher. Nach 6 Jahren kann man dann schon ein paar, hat man dann schon ein paar Skills. Danke, Arno. Mir geht es sehr gut in Anbetracht der Sachlage. Ich trainiere immer, ich habe ja mein Deadlift Dungeon am Laufen, also Schrägstrich Werbung für Instagram. Und ja, da trainiere ich eigentlich immer und neben trainieren du eigentlich viel Schreiben und so. Und ich bin eigentlich den ganzen Tag verplant und das passt auch so. Und ja. Um zurückzukommen, mir geht's gut, danke. Für die, die es wissen, nicht wissen, du hattest ja 2015 damals eben im Ring einen Unfall, seitdem Genau, eben nicht mehr genau. aktiv. Wie bist du sonst noch? Verfolgst du noch das Wrestling etc.? Man kriegt mit, teilweise machst du was beim Dojo etc. Aber Ja. er ist. Also Wrestling muss ich verfolge, also wenn einzelne Matches vielleicht, was der, wenn da Brock Lesnar auftritt oder keine Ahnung, meine Lieblingswrestler von damals. Chris Cohen. Aber ja, genau, den sowieso. Also den habe ich das letzte Mal in Weiz gesehen. Hat mir taugt das Match, hat mir taugt. Na, aber ich bin eigentlich jetzt nicht komplett weg von die Leute. Also ich bin nur mit der Szene benannt und ich habe auch Kontakt nur zu einzelnen Leuten in Leoben, also zu meinen Freunden im Rock'n'Roller, im Michael Jaritz und ich war heuer bei See, da haben wir ein Musikvideo gedreht, Jäbiger von El Pon. Das ist ja auf YouTube verfügbar, also schaut es euch bitte an, es ist wirklich geil und wir haben viel Arbeit reingesteckt und ja, der Mike J und der Rock'n'Roller haben sich voll gegeben und das ist auch gut. Und ja, was war nochmal die Frage, Arno? Entschuldige, ich laber immer so viel, was denn, da vergiss ich immer, was ich gefragt habe, musst du mir verzeihen. Du hast es korrekt beantwortet, also wie du noch Oh, mit Wrestling zu hab ich tun hast. beantwortet, passt, 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 das ist wichtig. Wenn ich es beantwortet habe, das ist wichtig und sonst musst du mir einfach darauf hinweisen. Ja. Okay, dann gehen wir weiter zu dir, Chris. Wie geht's dir? Wie verbringst du den Lockdown, den erneuten? Ja, körperlich geht es mir gut, ich bin fit, geistig natürlich auch. Ein bisschen älter wäre ich, aber das schadet mir nicht. Das werden wir alle, das werden wir Ja, alle. Lockdown-bedingt natürlich habe ich mein Studio zumachen müssen. Nichtsdestotrotz, wenn was Schlechtes passiert, kann man noch was Gutes draus machen. Also ich habe dann noch andere Überlegungen, andere Wege jetzt da, wo ich versuche mich ja, wie soll das jetzt am sein? Es fällt mir das Wort nicht ein. Das ist Standard, Zum das bei mir, Entwickeln, ja. Das ist. ja. Das sind die Gehirnerschütterungen. Na, zum Entwickeln Ja. an. Und es geht eigentlich gut, ja. Also, und ich freue mich natürlich, dass ich jetzt einmal in Daniel wiedersehe. Ich merke Wir haben es. eine Ich sehr bin nicht ganz auf meiner Seite. Die Freude ist schon auf meiner Seite. innige Beziehung, gerade im Ring auch drinnen gehabt. Das wird man jetzt auch gleich bei dem Match sehen, dass wir. Ja. Also im Ring, muss ich ganz ehrlich sagen, waren wir keine Freunde. Das haben wir, bevor wir reingegangen sind, komplett abgeschalten, weil sonst hätten wir solche Intensitäten und solchen Kampf auch nicht hinlegen können. Wir So haben ist uns es, so einige ist Male im Ring gegenübergestanden gehabt und bei uns war das immer Kampf. Also ich glaube, da kannst du auch nur zustimmen, wenn wir zwei im Ring drinnen waren, waren wir keine Freunde mehr. ja. Ich weiß Also. noch, dass man damals ziemlich die Nasen weh hat nach dem Kampf, aber das wird man dann sehen im Match.
Genau. Wenn nur kurz was zum Match sagen darf, wir haben versucht, etwas anderes zu machen. Das war in Langenstein 2012. Das war so ein richtig gutes Besuch, das große Zelt. Und genau. Da Daniel und ich sind im Vorhinein, haben natürlich uns Gedanken gemacht, was können wir den Leuten präsentieren. Genau, und dazu möchte ich noch was sagen. Wir waren damals beide ziemlich MMA begeistert. Also das genau. War ja gerade die Zeit, wo es MMA gerade voll übernommen hat und die UFC gerade voll an Hype gehabt hat. Und ich habe mich dadurch auch fürs MMA zum Interessieren angefangen und das Smashing Machine auch geschaut mit Mark Kerr und habe dadurch ein bisschen was vom MMA, so wie auch der Chris, in meinen Kampfstil einbaut und so, dass man das. Ja, wir wollten in dem Match, wie der Chris gesagt hat, was anderes sagen. Nicht das Standard-Match, sondern wir wollten eben was anderes machen und ja. Ja, wir sind auch genau, reingegangen und ja, haben es auf uns zukommen lassen, beide, oder? Genau. Genau, das war's. Also ich habe natürlich das ein bisschen als Competition gesehen, weil du natürlich immer eine Spur jünger warst wie ich. Und, genau. Ja, ich habe das auch, ja. Und das hat mich sehr herausgefordert und ich habe echt gut, ich kann mich noch erinnern, du hast viel Ringen gemacht, du hast auch Amateurringen gemacht, da habe ich dich auch verfolgt, du hast auch Wettkämpfe gehabt, ich habe viel Jiu-Jitsu, viel Boxen, ich habe wirklich sehr viel Bodenkampf zu der Zeit trainiert, sehr intensiv und aus dem heraus sind der Daniel und ich dann gestanden und gesagt, was machen wir? Und wir wollten kein klassisches Wrestling-Match haben, so wie man es halt auf so einem Dorffest sieht, sondern wir haben gesagt, wir gehen rein und knallen uns die Scheiße aus die Ohren raus. Ohne Scheiß, das war wirklich, wir gehen rein und wir machen eine Competition aus dem Ganzen. Wir haben auch gesagt, wir wollen nicht die Seile benutzen. Ich kann mich noch erinnern, wo wir geredet haben, wir wollen nicht die Seile benutzen. Ja, stimmt, jetzt falls man wieder ist. Und so ist halt dann zu dem Match gekommen. Wir haben natürlich im Vorhinein gesagt, hey, das wird hart, wir schenken uns nichts. Also ich habe gesagt, ich nehme keine Rücksicht auf dich. Ja. Und ich glaube, das wird man dann auch sehen, ich habe da am Anfang dann nämlich gleich mal gezeigt, hey, ich meine es ja wirklich ernst. Das habe ich da ein bisschen im Gefühl gehabt, das werden wir dann wahrscheinlich sehen und du wahrscheinlich auch dann wieder sehen. Dass ich da ein paar Mal einen mitgegeben habe, wo du dann wirklich gesehen hast, oh Scheiße, der meint es jetzt ernst. Aber wie gesagt, tun wir nicht viel teasern. Ich würde sagen, wenn noch keine Fragen mehr hat, dann legen wir los. Starten wir direkt mit dem Video. Alles klar. Und ihr wisst, jederzeit, ihr könnt es unterbrechen, wenn ihr irgendwas sagen wollt. Oder auch einfach weiter. Ja, passt. Ich habe das Video lange nicht mehr gesehen, also ich bin gespannt. Ja. Ich kann mich wahrscheinlich auch nicht mehr am Full erinnern von dem. Dann los geht's. Ready to go. Da hast du dein Facepaint noch oben gehabt, gell? Das war geil. Ja, voll. Was der Einzige in Österreich mit Facepaint. Das war. Zu dem Zelt, da waren, ich glaube, schon um die 500 Leute, wenn nicht sogar mehr. Wenn nicht sogar mehr, ja. Es war ziemlich full beladen. Also. Und die waren heiß. Die waren richtig heiß. Ja. Die waren alle geil auf Wrestling. Und die haben aber dann noch nicht gewusst, was jetzt auf sie zukommt. Ja, geil, Benoit, Eintrittsfilm. Du hast schon gewusst, was los ist. Da haben wir schon gewusst, was Sache ist. Der Rapid Austrian Wolverine. Ja, also, und da war ich aber auch schon im Modus. Das sieht man dann, also, sobald man durch den Vorhang durchgeht, dann wird man da alle bestätigen, bist im Modus drinnen und du weißt, okay, jetzt. Genau. Ich sehe auch Wrestling-Match immer als einen Kampf. Also ich bin immer reingegangen und gesagt, ich will kämpfen, ich will jetzt eine Show machen, aber vorhin war für mich immer im Kopf war immer drinnen, es ist ein Kampf. Ich schenke mir und mein Gegner auch nichts. Ja, und das war ziemlich cool und dann werden wir auch gleich sehen, dass ich da was Leckeres unter der Haube habe. Jetzt bin ich gespannt. Hast du das Match im Vorhinein auch geschaut eigentlich, Chris? Nein, also das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich schaue es regelmäßig an, weil das einer meiner härtesten Matches ist, die es auf Video gibt. Sei mal froh, dass es ein Video davon gibt. Hey. Ja, es ist zwar nicht gut gedreht, es war nicht die beste Kameraführung. Schrägstrich Hütti, gell? Schrägstrich Hütti. Entschuldige, Hütti. Ja, das weiß aber eh selber, dass das jetzt eine kameramäßige Leistung war.
Ja, man sieht, also die Halle war, das Zelt war gerammelt voll und da war es doch ziemlich geil drauf gerade. Da war es richtig stark, du hast geil ausgeschaut. Boah. Ah, danke, glaub, danke, Chris. Echte Maschine, also wenn, schaut euch das an. Ja, bist du deppert. Da stau dich selber. Da stau dich selber, ey. Da stau dich selber. Ja, aber was denn, damals war ich halt, das war 2012 oder 13, ne? 13, ja. Wie alt warst du da? Bitte? Wie alt warst du denn da? Muss ich jetzt selber überlegen. 21, 22, 22 glaube ich, ja. Ja, ich habe jetzt mal auf Pause gedrückt, also 22 warst du da? Oder wenn jetzt sogar 21. Ja. War 2013. 2012, also im Oktober 2012. Ja, ja, da war ich dann 21. Ja, da war ich schon 10 Jahre älter wie du, da war ich 11 Jahre älter, da war ich schon 32, gell? Voll, ja, sicher. Ich war der Newbie, ich war der Rookie, der sich da behaupten hat müssen. Genau, und ich weiß nicht, wie du da reingegangen bist, wie du es, also ich wollte es da echt zeigen. Also ich habe da echt mit, ich bin da reingekommen und habe gesagt, dir, die, Junge, ja, jetzt zeige ich es da. Jetzt bist du in meinem Ring und. Ich muss schon sagen, Chris, ich bin anders eingegangen, als ich bei, sage ich jetzt einmal, einem normalen Match eingegangen bin. Also bei einem normalen Match gehe ich ja immer so ein, ja passt, jetzt arbeiten wir zusammen quasi. Aber ja, dem Match bin ich wirklich eingegangen, ja, ich weiß jetzt nicht, was auf mich zukommt, aber ich nehme es, wie es kommt, weißt du, und ich bin einfach vorausgegangen, weißt du, und im Endeffekt war es dann auch so. Ich habe mich jetzt auf nichts eingestellt, was dann nicht auch so passiert ist, weißt du. Also natürlich jetzt nicht aufs ganze Match, aber ich habe schon gespürt, dass da anders zugehen wird als beim Standardmatch. Okay. Ja, wie gesagt, da haben wir die MMA-Begrüßung noch gemacht mit den Fäuste. Ja, genau. Also wir wollten schon den Leuten auch zeigen, okay, wir machen jetzt kein Gimmick-Work. Das heißt, kein Guten, kein Bösen. Das merkt man auch beim Entrance und auch jetzt beim Arbeiten dann, dass wir einfach gesagt haben, okay, das wird ein Kampf. Ja. Ja. Okay, kann man. Ja, da habe ich da schon mal ein paar mitgegeben. Ja, ich hab nicht gleich gerechnet, schau. Und ich bin gleich ins Ring gegangen. Ja. Genau. Ja. Sieht natürlich, dass mein Jiu-Jitsu auch nicht so schlecht war. Da habe ich, glaube ich, gescheit überrascht gehabt, gleich mal mit dem Angriff. Ja. Alexa, stopp. Ja, und da hast du dann den ersten Konter gegeben, aber. Genau. Da habe ich Glück gehabt, dass ich die Hände oben gehabt habe, weil wenn es mit den getroffen hätte, dann war meine Nase wahrscheinlich komplett durchgebrochen gewesen. Ja, wie gesagt, ich glaube, mit dem hast du gar nicht gerechnet, aber jetzt merkt man schon, jetzt kommst du schon rein. Mit dem hast du gar nicht gerechnet, was jetzt kommen ist. Ja, jetzt kommst du schon rein ins Match und. Und jetzt Ground and Pound, typisch. Typisch Brock Lesnar, was der Takedown Ground and Pound. Aber gleich mal den Konter gemacht. Das gesehen, ich bin natürlich auch nicht schlecht gewesen am Boden. Und ich habe ja gewusst, dass du Ringer bist. Und das hat mir geil gemacht. Und ich habe gedacht, okay, ja, dir zeige ich es jetzt da. Und dann einen schönen Takedown. Das hast du mich auch gekriegt. Ja. Ich glaube, jetzt hast du mich probiert, meinen Arm zum. Da wollte ich schon den ersten Griff ansetzen. Ja, genau. Aber die hast du noch gut kontern können. Ja. Natürlich die Kameraführung exzellent. Ja, fix. Was natürlich auch geil ist, wir sind da, ich weiß nicht, wie lange das Match jetzt dauert, wir sind die Zeit Vollgas gefahren. Also da sieht man, siehst du da schon den ersten German an? Ja, vorher, ja, wollte ich noch sagen. Aber angesetzt. Ich habe jetzt gedacht, der geht durch, ey. Ich weiß jetzt genau, was ist da los? Noch nicht einmal 5 Minuten geht schon die. Schön. Ich glaube, das war jetzt. Ich glaube, der Schlag vorher. Oder der war, was mir die Nase gebrochen hat. Ja. Aber da hast du jetzt gewusst, okay, jetzt ist Shit. Jetzt ist. Ja, genau. Ja. Das war so ein Aufwachschlag. Schöner Konter wieder von dir. Wie gesagt, wir sind die volle Zeit, aber Vollgas gegangen. Wir sind da wirklich durch, mit highest level sind wir da durchgearbeitet, haben uns da durchgearbeitet durch das Match. Also da waren wir alle zwei top drauf. Nicht nur krafttechnisch, auch Ausdauer. War ein schöner Griff.
Und ich glaube, das ist schon wieder ein Germaner. Runter geht er. Ja, er ist mal gelungen. Aber richtig böse. Und das ist der harte Ring, gell? Das ist der alte Lexus-Ring. Morgen nochmal mehr zurückspielen, Arno, zum German, also dass man sieht, wie der Chris einfach da. Ja, mach ich sofort. Das ist nämlich, und der Ring war richtig hart. Du bist richtig eingefahren mit dem Knack, ja, Chris. Ja. Du hast aber mit voller Kraft angezogen, schau das an. Bist du deppert, Alter. Das ist nach 3 Minuten, oder was? Alter, hey. Da hast jetzt, okay, da bist du jetzt auch im Modus schon. Also da ist es jetzt auch, okay. Fuck, der will mich jetzt wirklich, der meint es ernst, der Kohlner. Ich meine, du hast schon gewusst, dass ich ein harter Hund im Ring bin. Ja, und deswegen wollte ich gerne nochmal einen German aussetzen, weil ich mir gewusst habe, einer wird bei dir nicht reichen. Ja, aber da kommt gleich der Konter. Und auf einmal, ja. Mit dem habe ich damals nicht gerechnet. Also mit ja, das, was du kannst, kann ich schon lange, gell? Da war ich dann auch schon wieder knapp. Ja, 2004, 2008 Jahre im Ring. Ja. Die Nase blutig, ja. Nase, ja, voll, ja. Das war wegen deinem Ground and Pound, ja. Ja. Boah, der war jetzt steif. Der, schau dir das an, einfach. Ah, ja, fix. Kannst du dich noch erinnern, das sind die Eishockeyspieler von die Black Wings, ja. die Linzer gewesen. Die haben das nicht. Die haben gesagt, das war das Heftigste, was sie gesehen haben. Die haben uns so gefeiert. Das war sie, ja. Die haben uns früh gefeiert. Boah, diese Uppercuts, die waren gut. Also bist du deppert. Hört mal scheppern. Und dann wäre. Alter. Keine Rücksicht mehr genommen. Ja, das war einfach spontan, einfach so. Ja. Ich hab noch nie wenn draußen am Bodyslam gegeben und da hat es einfach passt und dann hab ich mir gedacht, ja passt, scheiß drauf, mach ich jetzt. Halt. Ja, aber siehst du, mit dem mach ich nicht. Boah. Ah, bist du deppert. Ja. Bist du deppert. Wie lang sind wir denn Mac? 5 Minuten vielleicht? Ja, und schon alle Aktionen auspackt. Aber was, Colin, ihr wusst, wenn wer am Bodyslam draußen wegsteckt, dann du. Deswegen habe ich mir da jetzt auch keine Gedanken gemacht, ob ich die jetzt schmeißen soll oder nicht. Was der ja, wir hätten nichts anderes erwartet von dir. Und Overhead-Belly. Du wahnsinnig. Wieder aufs Knack. Ich hab da voll den Knack gewirkt eigentlich in dem Match, gell? Und gleich nur einer, schau das an. Bist du deppert, Alter. Ja, also da ist, also sieht die Schläge und Würfe. Das war das Match, ja. Da ist nicht viel mit Chicken und irgendwelche, ich weiche jetzt aus und mache einen guten Konter. Ja, nein, das und war... Und gleich weit, Alter. Die Kicks... Das waren ja meine Lieblingskicks, was da. Und gleich wieder in den Griff rein. Sehr geil von dir, schau. Ich dachte, ja, da muss da anders geht's jetzt nicht. Das war gescheit von dir, dass man da am Schädel gehauen hat, weil sonst hättest du dir abgelaufen müssen. Oder hätte deinen Arm durchgebrochen. Bist du deppert, Alter. Das Knie am Kopf, alter Schwede. Bist du deppert, Alter. Und jetzt und da schon wieder ein dein Arm-Triangle schon wieder. Ich natürlich gleich dagegen gehalten, weil das ja die einzige Opfer ist, was du beim Arm-Triangle hast. Aber beide, wie gesagt, du auch wieder auf die Beine. Kann nicht viel liegen bleiben. Ja, das war ja. Wir sind eigentlich durchgehend in Motion, wenn du es ausschaust. Boah, da habe ich die Schemkopf, da habe ich die aber schön erwischt da. Ich meine, für die Leute war das halt teilweise ziemlich. Ja, wir waren sowas nicht gewohnt, aber nein, wir auch nicht, oder? Weil vorher war ein Gimmick-Match und wir haben uns natürlich... Bam, Alter! Und der Gadget, Close Like Gadget, oder? Und noch einer. Und natürlich die Buhrufe. Ja, war nicht anders. Ja, da war ich schon. Zumindest da... Du warst da als Überface. Die haben mich du warst da der Überface. Ich glaube, es hat keiner an dem Abend so laute Jubelrufe gekriegt wie du. Boah! Atomic Clapdrop, ey, was sagt man dazu? Mit den fetten Haxen nämlich auch noch, gell? Ja. Aber das reicht natürlich nicht für mich. Also das ist. Und schon wieder auf, siehst du, da hast du mich nicht.
ich gewusst, ich muss immer wieder auf, weil da habe ich keine Chance sonst gegen die. Ich muss mich immer wieder zurückkämpfen. Ja, das hast du gescheit gemacht, ja. Und immer wieder die Knie, also das war wie, das habe ich wirklich was drauf gehabt. Die Knie, die fressen und ein paar Mal setzt er, reißt er einen Snapshot-Plex auf und dann geht er. Ja. Ja, das war. Also ständiges Hin und Her, ja. Ja, die Leute natürlich waren natürlich trotzdem, die waren dabei. Die, ja, haben, die haben auch gespürt, okay, da geht es jetzt echt zur Sache. Die Jungs meinen es ernst. Vor allem die Eishockeyspieler, gell, was du erzählt hast. Ich weiß noch, der hat zuerst an die auch geredet und dann ist er zu mir gegangen und mir hat er gesagt, das war das sickest shit we've ever seen, man. Das war das sickest shit we've ever seen. Und das sind Eishockeyspieler. Ja, die haben geglaubt, die machen jetzt einen Hulk Hogan, machen wir da oder irgendwas. Und wir haben dann wirklich, aber es sieht sich keine großen. Ja. Da habe ich ihn mit dem Knie erwischt. Das war eher die Stumpfe, das schaut nach nichts aus, aber da habe ich Schichtstumpfe. Aber ja, das sind ja meistens die, was noch nichts ausschauen, was am schmerzhaftesten sind. Und da, Alter. Zuerst nämlich am Rücken und dann noch aufs Knack geflogen. Und da sieht man, jeder macht sich schwer, da ist keiner mehr mitgegangen. Also nur noch, boah, diese Uppercuts. Alter. Ich habe mich gewartet, dass du mich schlagst. Das hat mich dann immer mehr heißer gemacht. Je mehr Schläge von dir. Boah! Alter. Aber der war für dich heftig. Du hast jetzt auch Sekunden braucht, dass du da fangst. Ja, schon. Das war, weißt du, das war so ein Wurf, nachdem wir ausschnaufen haben müssen einmal. Schau uns einmal an, wir sind aber durchgehend du im Muss. Wieder. Ja. Das ist geil. Und auch bei mir sieht man, okay. Ich kämpfe da jetzt da. Oh, du gehst sogar aufs Seil auf. Gerade da aufs Saal, ernsthaft. Warum? Bist du deppert, Alter. Der war geil. Der war geil. Siehst du, an das habe ich gar nicht mehr erinnern können. Ja, der wenn du mit dem Kleinen kommst, das komme ich mit dem Großen. Das ist die Erfahrung, die das ausmacht. Ja, ja, sicher, ja. Aber anderthalb ausgekickt. Hey, die Schulter war oben, die Schulter war oben. Ja, ein bisschen verzweifelt ist er da schon, der junge Kohlen. Aber die Haarpracht ist ein Wahnsinn, hey. Die kommt nicht mehr. Das ist ein Wahnsinn, ja. Das tut er weh, wenn du das jetzt ausschaust, oder? Oder? Oh, Alter, fuck, Alter. Powerbomb am Nacken. Powerbomb, Alter. Oh, ey. Ja, die haue ich auch nicht oft drauf. Die haue ich dann wirklich nur mal noch raus, wenn ich wirklich, das ist dann ein Reportage schon, wo ich weiß, okay, dann muss ich jetzt das auch auspacken, dass ich den Gegner zu Boden bringe. Alter. Und du wieder auf, schau, du liegst keine 5 Sekunden, bist schon wieder oben. Und das. Bist du der Gletscher jetzt gerade? Ja, das war's eh, oder? Also normalerweise nach dem Superkick kickt da jeder aus. Ist. Alter, ne. Ja, Wahnsinn. Aber sieht man die Erfahrung schon an mir. Die 10 Jahre älter und die 6 Jahre mehr Erfahrung ist natürlich schon. Sieht man schon. Aber ich gehe aufs Seil. Und du gehst aufs Seil, ja? Boah! Ja, das. Und die auffangen. Wer wollte mich auffangen? Da wolltest du, glaube ich, einen Klausliner oder was geben? Ja. Das Bein war's da. Ja, da hast du dich nochmal retten können. Ja. Weil du wolltest mich auffangen, aber dann haben deine massiven Haxen ein bisschen nachlassen. Ja, genau. Aber du siehst trotzdem wieder ein schöner Reversal und hast wieder das Ruder an dich genommen. Und jetzt einmal das beenden mit dem Deadlift. Geht der durch? Aber du hast ja nicht mal gescheit am Boden davon können. Nein, ich bin. Oh, fuck, ja. Alter! Der war richtig am Nacken. Der war noch ärger als der erste. Ja, aber das war die Verzweiflung schon, weißt du? Das war ein Verzweiflungswurf. Ja. Und der kickt nämlich aus, der gestört er noch. Ja, weil er mehr will. Das schaut so aus, als würde er mehr wollen. Und ich glaube, du gibst dem auch mehr. Ich glaube, ja. Die Kollegen. Boah, die waren hart. Deine Schläge, die haben. Die waren immer steif. Ja.
Ist du deppert. Der war aber richtig am Kopf. Alter, hey, spür doch einmal zurück, Arno. Gibt es da Möglichkeiten, das in Zeitlupe abzuspielen? Weil zu dem muss ich noch was sagen, Ich kann es im Nachhinein in Zeitlupe abspielen, aber jetzt direkt nicht. Dann spür bitte noch einmal zurück und schaut euch den Aufprall einmal an. Schaut euch den Aufprall einmal an. Wirklich, und dann sage ich was dafür. Also. Wahrscheinlich nichts Gutes. Der Aufprall. So, schaut es genau. Schaut es wie mein. Schaut auf meinen Schädel. Passt! Du presst ja richtig rein. Sieht man am Nacken, wie der reingeht. Hä? Bist du wahnsinnig, Nachdem war es aus. Nachdem habe ich gesagt, na, jetzt reicht's. Jetzt ja, das sieht man da auch an. Aber ich bin aber auch durch. Also. Es war, ja. Wie lange war das jetzt? Das waren keine 12 Minuten, oder? Ich weiß gar nicht. Sieht man das? Wie lange die Matchzeit? Das Match. Es waren jetzt 15 Minuten mit minus Entrance, also wahrscheinlich, ja. 12 Minuten geht hinkommen. 12 Minuten, ja. Aber Zerstörung. Also wirklich. Es war echt. Sieht man im Handcheck noch, was noch war? Glaubst du gar. Eine Minute sieht man noch. Glaubst du gar, dass man. Fairman, ja? Ja, aber nach dem was. Nach dem Match, da bin ich mein Hut sagen. Also da habe ich noch gesagt, das ist beeindruckend. Also muss ich ehrlich sagen, einer meiner härtesten Matches. Oder ohne zu untertreiben, und ich habe viele harte Matches gehabt, aber das war wirklich eines der Matches. Was ich mir aber auch regelmäßig anschaue, weil ich. Ich muss mir jetzt auch öfter ausschauen wieder. Das hat mich jetzt richtig geil gemacht. Also. Also ja, da haben wir uns nicht viel geschenkt. Alter, das war, jetzt da will ich noch das sagen zu dem Piledriver, was du mir, das war ein Double Underhook Piledriver, gell? Und du hast mir, glaube ich, vorher noch gesagt, ja, mach's doch einfach. Und ich habe gesagt, ja, scheiß drauf, was der Yoga nimmt einfach alles, ja, passt schon, machen wir. Und auf jeden Fall, hey, wie ich da eingeschädelt bin, gell, da bin ich wirklich so eingeschädelt, dass ich will nicht sagen, bröt habe es knack, aber mein Nacken hat wirklich, den habe ich 2 Monate später noch gespürt. Wirklich. Da habe ich 2 Monate später noch Schmerzen gespürt, wenn ich meinen Kopf gerade habe. Gell. Also das war wirklich, da, ja, das war, ja, Spontanaktion halt, ja. Jetzt sind wir froh, dass nichts Ärgeres passiert ist, aber ja. das war schon jenseits des guten Geschmacks. Halt. Das war schon jenseits des guten Geschmacks. Ja, das auf jeden Fall. Also das an dem Match sieht man, dass Wrestling so vielseitig sein kann, wenn man mit dem richtigen Mann, mit dem richtigen Gegenüber, mit dem richtigen Gegner im Ring ist, dem man natürlich auch zum großen Teil natürlich auch vertrauen kann. Ja, voll. Da war das Vertrauen da. Also auch wenn wir gewusst haben, wir schenken uns jetzt nichts bei den Schlägen, aber spätestens, wenn mich der Chris geworfen hat, habe ich gewusst, ich kann mich darauf verlassen, dass er mich gescheit wirft, und wenn ich ihn geworfen habe, dass ich auch darauf verlassen kann, dass ich gescheit wirft, was es wichtig, eines der wichtigsten Sachen beim Wrestling ist, weißt du? Ganz genau. Und vor allem auch diese Chemie, was zwischen uns war, wo man, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist wieder ein Battle. Ich habe gewusst, ich gehe da rein und der Daniel ist genau so einer, mit dem kann ich mich battlen. Den kann ich. Ja. Und deswegen bin ich ja, ich kann mich erinnern, das war auch meine Intention, deswegen bin ich am Anfang reingegangen, weil du wahrscheinlich noch nicht die Erfahrung gehabt hast, dass du solche Matches auch machen kannst. Einer. Das war wirklich Premiere für mich, weißt du? Und wie gesagt, ich hab nicht gewusst, worauf ich mich einstellen soll. Und ich habe mir erst nach deinem ersten Schlag, also spätestens nach deinem Schlag, wo du mir die Nasen gebrochen hast, Da habe ich dann gewusst, wie spät es ist. Und da habe ich gewusst, okay, jetzt da ist du oder dein mehr oder weniger. Also. Ja, aber ich habe auch bewusst das so gemacht, weil ich gewusst habe, ich kann bei dir einen Schalter umschalten, wo dann genau das rauskommt. Wo dann genau. Du hast es schon gewusst, gell? Ich glaube, dass ich dich da, ich will jetzt nicht sagen, pusht habe oder vielleicht sogar ein bisschen eine Stufe weiter aufgedrückt habe, aber ich habe da auch zeigen können, was in dir drinnen steckt. Nein, nicht nur du hast schon recht, Chris. Wrestling, sondern auch, dass du wirklich ein Kämpfer bist, und wenn es hart auf hart kommt, kannst du mit den harten Jungs auch mithalten.
Du hast schon recht, Chris, du hast schon recht. Also, du hast mal an dem Tag, wie soll ich sagen, du hast mich selber beweisen lassen, was in mir steckt. Also, ich habe Ja. quasi durch die quasi mein Potenzial entfaltet, wo ich vorher nicht gewusst habe, dass es da ist. Aber nach dem Match habe ich eine komplett andere Einstellung im Ring gehabt. Ja. Ich habe von gar nicht mehr Angst gehabt, weißt? Ich bin einfach im Ring eingegangen und habe einfach mein Ding gemacht. Und ich habe gewusst, wenn es zu irgendeinem Shoot oder was kommen soll, dann kann ich mich wehren, weißt du? Dann Ja, ist und wenn es ich sage halt mal, wenn da. es zu der Zeit gegen mich im Ring und ich in dem Modus gewesen bin, in dem Wolverine-Modus, dann Ja, da war es haben nicht echt. viele bestehen können. Also viele Jungs haben auch natürlich auch dann, will jetzt einer Schiss vor mir gehabt, aber die haben gewusst, wenn ich dann wirklich aufdrehe, Ja, sicher, sicher, natürlich, natürlich. Das dann war, ich du warst denke, dass dann damals. mein Ruf auch mir vorausgeeilt ist, Ja, aber sicher. Und gerade dein Ruf, der hat mich nachher noch nervöser gemacht, weil ich gewusst habe, ja. okay, ja, Chris, der hat. Aber du warst in dem Match auf Augenhöhe. Also du hast mit mir mithalten können und wir waren Augenhöhe. Das Finish war einfach meine Erfahrung. Das, Danke, das, danke. da hast du Da, was da. probiert und du hättest wahrscheinlich den Deadlift noch machen sollen. Du wolltest aber den Running Power Slam, glaube ich, machen oder was du da Ja, anknüpfen wolltest. genau. Der. Ja. Und da war meine Erfahrung natürlich dann ein Schritt weiter. Aber das Match und ich, du warst Auge in Auge. Wir waren Auge in Auge und so Eine Liebe, kreatives Chris. Wrestling. Eine Liebe. Danke, Das, danke nochmal. ja, Danke nochmal. okay, Echt, das ich war ziehe meinen wirklich. Hut. Ich ziehe meinen Hut. Also, wir ziehen beide unser Toupet, Chris. Wir ziehen beide unser Toupet. Was sagst du das machen wir. dazu? Und ich glaube auch, dass der Respekt uns beiden gegenüber nach dem Match einfach so hoch war, Ja. wie ich es nur mit ganz wenig Jungs im Business habe. Wo ich genau Ja. gewusst habe, du bist auch einer von den Boys, die Stimmt. Stimmt. nicht nur ich sage mal, die Show machen können auch, sondern auch, wenn's geht, wenn's ansteht, auch richtig kämpfen können. Und das können nicht viele. Ist halt nicht partout nicht schlecht, muss auch nicht jeder kämpfen können, weil es ist ja trotzdem Wrestling. Aber da ist der Respekt natürlich dann was anderes, wenn man einem Fighter gegenübersteht. Oh ja, und das sieht man dann gell. Arno, wie hat es dir gefallen, das Match? Was sagst du? So, Anna, sag du es mal. Ja, genau, jetzt Sehr habe ich gutes, sehr hartes Match. Und einen Monat später hat sich ja dann der Daniel auch revanchieren können im Haus der Begegnung. genau. Wirklich? Wo war das? Wo? In Wien oder was? Im Haus der Bewegung in Ja, genau, Floridsdorf. ja, das war, glaube ich, in Wien, ja. Hast du da, hat er sich da durchsetzen können? So behauptet es zumindest ein Cage-Match. Ein Video dazu habe ich leider nicht Ja. gefunden. Okay. Hätte man da auch noch kurz reinblicken können. Aber das Match war auf jeden Fall gut und stark und auch etwas, was ich an Wrestling sehr liebe, wenn es auf jeden Fall sehr in die Richtung Kampf und Action geht. Ja. Und dem auf jeden Fall sehr, sehr starkes Match. Es war einfach Magie, es war einfach Magie. Es war das Ja. erste Mal und wir haben einfach das Beste daraus gemacht, so Ja. quasi. Man sieht halt, dass man keine Spots unbedingt braucht, um die Leute zu unterhalten. Ja, genau. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht gegen Spots, das hat alles seine Berechtigung. Ja, ich muss sagen, und das ist für mich, auch wenn es jetzt blöd klingt, aber das kritisiere ich an vielen Matches neuerdings, dass es teilweise echt so rumkommt, wenn es nur mehr um Spots geht Ganz und genau. die Intention, was ein Wrestling-Match soll eigentlich einen Kampf repräsentieren, weißt? Und Ganz genau. wenn das dann in Spots endet, dann denken sie teilweise die Leute, das ist nur eine Zirkusshow, weißt? Ja. Aber wir haben da gesagt, was Wrestling wirklich sein soll. Es soll Ja. einfach einen Kampf repräsentieren. Und ich glaube, es hat keinen Genau. gegeben, der was sich das Match angeschaut hat und nicht gedacht hat, das war kämpfen jetzt, das war haben sie jetzt die Großschneid, Genau. weißt du? Auch wenn die ein oder andere, sage ich mal, Move nicht so hinkaut hat, wie er hinhält soll, aber das ist ein Kampf so. Es Das funktioniert ist nicht ja, alles immer so, wie es sein soll, das ist ja. ja, allein, wie du mir aufgesprungen bist und ich halt nicht geil geschafft habe, so das Bein warst dann. Ja. Das war halt einfach, weil es ein Hast dann Kampf aber war. gleich die Retourkutsche wieder kriegt. Aber du wieder trotzdem, weil du natürlich auf Augenhöhe bist und auch ein Kämpfer bist, sagst, okay, nicht mit mir, Alter, Kohlen. Genau, ja. Der Fehler passiert mir kein zweites Mal. Ja. Und das ist das Schöne an dem Wrestling. Und auch zu der Zeit war das, glaube ich, auch nicht so oft, dass sowas gesehen worden ist oder zeigt worden ist in Österreich. So Ja. eine Art von Kampf. Ich meine, der Promoter war, glaube ich, erinnere mich, war nicht so erfreut.
Der Promoter, ich glaube, wer war denn der Promoter? Achso, ich glaube auch schon. Ich glaube, der war nicht so erfreut, dass wir das gemacht haben. Aber da hast du mehr abgekriegt vom Promoter als ich, weil mir hat er ja nur direkt noch einen Kopf gesehen, aber die hat er ja danach. Ja. Ich habe dann noch die Hit genommen, weil ich ja der Erfahrener war und du quasi der Junge und ich habe die Verantwortung übernommen. Aber nein, mir hat er noch nur einmal gesagt, das war ein Scheiß, was ihr da aufführt, das macht sowas nie wieder. Und ja, genau. Aber wie man 8 Jahre später sieht, ein Match, das man sich trotzdem noch anschauen kann und das zeigt uns, dass wir das Richtige zur richtigen Zeit gemacht haben und die richtige Entscheidung getroffen haben und uns nichts geschenkt haben und uns wirklich gekämpft haben im Ring. Und das ist das, was mir am Wrestling auch immer so taugt, wenn du mit einem Jungen im Ring stehst, wo eine Competition draus wird. Wo man sagt, okay, ich zeige dir trotzdem, dass ich es drauf habe. Und der zeigt es dann noch einmal zurück. Und das ist dann natürlich Wrestling as at best, würde ich mal sagen. Ich würde auch sagen. Und mit dem hast du das eigentlich gut abgeschlossen, Chris. Also, wie gesagt, ich kann dann nur noch mal meinen tiefsten Respekt aussprechen für das Match und meinen Dank, weil du hast mich, wie gesagt, aufs nächste Level gebracht mit dem Match, weil ich danach das Wrestling nicht mehr so gesehen habe wie vorher und ich dann gewusst habe, wenn es zur Sache geht, dann kann ich mir auch dementsprechend wehren und leider nie vergessen. Bruder, du hast meinen Respekt genauso, weil wenn nicht die Jungen hinten andocken und die Alten nach vorne preschen und denen zeigen wollen, hey, ich will besser sein wie du, dann kann der Alte nie alles entfalten. Und das ist das Geile, dieses Zusammenspiel zwischen die Jungs, wo man halt dann auch wo man zwei Leute, die das alleine nicht schaffen würden, aber zu zweit schaffen sie sich gegenseitig auf den nächsten Level zu heben. Und das ist in dem Match passiert. Das ist der ganz Match passiert. Hätte ich alleine nicht geschafft, du hättest es alleine nicht geschafft, wir haben es zu zweit, uns gegenseitig, jeder für jeden und für sich selber aufs nächste Level gehievt. Und dafür bin ich da ewig dankbar. Und du hast meinen größten Respekt, das weißt du aber eh. Den hast du, seit du mit mir dazu mal im Ring gestanden bist. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich dich sehe. Auch im Internet. Apropos sehen, Chris. Ich glaube, wenn das Corona jetzt einmal im Griff ist, beziehungsweise die Gyms wieder aufmachen dürfen, dann was hältst du davon, dass ich einmal nach Wien komme und wir eine Competition im Weightlifting machen? Alter, du hast eh keine Chance gegen mich. Du hast da Chance gegen mich, oder was? Weißt du, der Hooligan geht nicht unter. Nur so viel. Und der Wolverine kämpft ewig. Das passt halt schon, oder? War deine Idee, oder? Ich bin dabei, Freund. Geil, ich freue mich schon. Ich freue mich. Siehst du auch noch, hast du schon was Nächstes, was du analysieren kannst? Ganz genau. Na, danke, wie gesagt. Wir werden dann live davon berichten. Genau. Danke euch beide für das. Also wirklich, das ebenfalls. Ist schön, wieder ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen und sowas zu sehen. Ich habe öfters jetzt die Gänsehaut gehabt. Ich bin da immer noch sehr emotional und es wird mir mein Leben lang begleiten. Und ja, danke nochmal an dich, Daniel. Danke dir, Chris. Alles Gute. Danke dir. Dano wird noch ein Schlussplädoyer raushauen. Sicher auch von mir. Danke fürs Dabeisein. Auch ein Danke für den tollen Zuschauervorschlag von Nachwuchsschwester Darius. Danke Darius. Sich das Match gewünscht hat. Danke Darius. Und ja, danke fürs Dabeisein. Darauf, dass es hoffentlich bald wieder Wrestling-Shows zu sehen gibt. Und alles schön gesund bleiben. Alles schön gesund bleiben. Genau. Stay strong. Stay strong. Bye. Hooligan out. Ciao.